Liebe Diverse da draußen im All und im Netz, dies ist Ihr Podcast In Dubio, das Medium für grenzwissenschaftliche Vermutungen und Zweifel. Ich trete hier unter dem Namen Burkhard Müller-Ulrich auf und wir operieren mit der kalendarischen Annahme, heute sei Sonntag, der 27. Juni 2021. Seien Sie, liebe HörerInnen und Hörer außen, herzlich gegrüßt und vor allem lassen Sie sich nichts anmerken. Wir wollen heute ausnahmsweise nicht über den politischen Wahnsinn der Woche an der Oberfläche der Aktualität reden, sondern etwas tiefer tauchen, weil die Außerirdischen, da bin ich ganz sicher, im Anflug sind. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn die Pandemie-Hysterie eines Tages mal vorbei sein wird, ich sage nicht, dass das morgen ist, das kann auch noch eine ganze Weile dauern, aber wenn das Virus-Narrativ nach der Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu Mutante irgendwann zusammenbricht, dann werden die Medien einen völlig neuen Ängstigungshorizont aufspannen. Etwas ganz anderes, aber mindestens gleichermaßen Furchtbares und Fürchterliches, und das werden die Aliens sein. Und kaum hatte ich diesen Gedanken gefasst, ging es schon los. Gerade wurde berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium zusammen mit den amerikanischen Geheimdiensten einen Bericht über UFO-Sichtungen veröffentlicht. Die Sache wird also brandheiß. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit folgenden Fremdweltexperten darüber diskutieren können. Mit dem Blaubeerfachmann Bernhard Lassan, mit dem Spiritualspezialisten Matthias Matusek und mit dem zeitweilig extraterrestrisch frisierten Satiriker Andreas Thiel. Hallo in die Runde und danke, dass ihr dabei seid. UFOs heißen ja jetzt UAPs, also aus unbekannten Flugobjekten werden Unidentified Aerial Phenomena. Und die letzte Sichtung liegt noch keine zwei Wochen zurück. Da taumelte nämlich ein Gleitschirm-Alien ins Münchner Fußballstadion, um Werbung für die grünen Männchen vom Greenpeace-Stern zu machen. Andreas, hat dich das erschreckt? Naja, ich hatte schon immer den Verdacht, dass die Grünen sich im Planeten geirrt haben. Daher, nein. Matthias, du lachst schon. Du verfügst über Geheimwissen, also gibst zu. Ja, ich muss sagen, also ich für mich sah das ganz so aus wie ein feindlicher Akt, eine Aggression. Und dass die sich ausgerechnet den heiligsten Ort, den sich der Deutsche vorstellen kann, nämlich ein Fußballstadion, ausgesucht haben, zeigt mir, dass sich doch die Extraterrestrischen doch auch vorbereitet haben, auch informiert haben über uns Erdlinge. Und wie gesagt, dieses erste riskante Manöver in dieses Stadion, ich habe den Eindruck, die wollten testen, ob geschossen wird oder nicht. Ja, und deshalb auch diese aggressive Attitüde. Ich hätte ja sofort, wenn ich das noch anfügen darf, sofort dafür plädiert zu schießen, aber sofort. Denn einfach auch, um unschuldige Leben zu schützen. Natürlich. Also Diskussion, also ich glaube, irgendein zuständiger Innenminister hat ja gesagt, ja, Scharfschützen waren kurz davor. Sie hatten ihn schon im Visier, ne? Ja, großartige Minister, nur sie haben nicht geschossen. Und da müsste man der Sache mal nachgehen, warum die eigentlich nicht geschossen haben. Da steckt wahrscheinlich wie so eine Geschichte drin, wie damals mit der Grenze, wo alles perfekt war, also Grenzschließung war vorbereitet und im letzten Moment wurde sie nicht geschlossen. Da waren auch außerirdische oder sagen wir mal so außerländische, extraterrestrische, nicht ganz extrem, also die wollten ja auch über die Grenze und man hat die Grenze aufgemacht. Also, ja, aber jetzt hast du zwischen geschossen und geschlossen, glaube ich, verwechselt. Kann gut sein. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen schlampig, würde Annalena sagen. Also schlampig im Ausdruck. Apropos extraterrestrisch, bei der bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob die zu uns gehört. Aber das können wir vielleicht mit den Kollegen. Das ist eine wesentliche Frage, die ich natürlich auf dem Zettel habe. Aber bleiben wir nochmal bei diesem Einzelobjekt oder Subjekt, was da gesichtet wurde in München. Ja. Ich meine, Bernhard, ist ja auch im Grunde tröstlich. Es war ja nur einer, ne? Es hätte ja eine Invasion sein können. Ich habe es verpasst, ich habe es gar nicht gesehen und ich habe es auch nicht vermisst. Und das ist also insofern
überraschend, weil ich sehe mich selber eigentlich als Experte. Ich bin ja einer, der Juri Gagarin noch gesehen hat. Ich habe die Mondlandung erlebt und ich kenne das Geheimnis der Unterwasserbasis von Orion. Ich bin also ein Experte der ersten Stunde und ausgerechnet, als es jetzt wieder losgeht, da war ich nicht dabei. Ja. Damit haben die gerechnet, die Brüder, dass sie da nicht hingucken. Ja, damit rechnen die. Die mal, ne? Und dann sind sie plötzlich da. Um an jemanden zu sagen, nun sind sie halt da, ne? Um jemanden zu zitieren, den ich hier nicht beim Namen nennen will. Na, wenn das keine Masseninvasion war, sondern eine Individualinvasion, dann muss man davon ausgehen, dass es sich dabei um einen Scout handelt. Der mal schaut, was da ist. Und da sind wir natürlich schlecht geschützt. Sind ja schlecht geschützt, muss ich sagen, weil ob wir ihn jetzt, also ob der erschossen wird, da kommen die. Wenn der Scout nicht zurückkommt, dann kommen die. Und wenn er nicht erschossen wird, dann berichtet er und sagt, hier, toll, schwachsinnige Idioten, leicht zu instrumentalisieren oder leicht zu manipulieren, kommt mal. Also wir haben eigentlich schon verloren. Eine Lose-Lose-Situation. Ja, wir sind nicht so gut geschützt wie der Jupiter. Neulich war ich in einer Runde, wo so Verschwörungstheorien rumgegangen sind und da sagt einer, ihr wisst schon, dass die Gaswolke um den Jupiter, dass es ein Hologramm ist, damit wir nicht sehen, dass der Jupiter bewohnt ist. Und ich musste da herzhaft lachen, weil ich fand, der Typ hat jetzt nun wirklich Humor, bis ich gemerkt habe, ich bin der Einzige, der lacht, weil ich auch der Einzige bin, der das nicht gewusst hat mit dem Hologramm auf dem Jupiter. Ich bin jetzt überrascht von dieser Meldung, so überrascht wie... Es gab ja diese Präsentation im Verteidigungsministerium in einem abgesicherten Raum in den USA. Und dann kamen ja einige Demokraten raus, also Demokraten, die das diese Aufklärungsrunde initiiert haben. Und die sagten, die waren eher unterwältigt als überwältigt. Aber Adam Schiff, der Chefankläger, man kann sich erinnern an diesen glatten, blasierten Ölgötzen, der versucht hat, Trump ins Impeachment zu jagen. Der sprach davon, dass es sehr aufschlussreich und sehr interessante Beobachtungen gegeben hat. Also das lässt darauf schließen, dass Adam Schiff doch sehr, sehr leichtgläubig ist und auch sich sehr schnell begeistern lässt, auch für Verschwörungstheorien oder für Anklagen, auch wenn sie dem Präsidenten gelten. Auf jeden Fall, also der war sichtlich angetan von dem, was da präsentiert wurde. Und wie gesagt, die nehmen das noch ernst. Also unter anderem wurde da auch Bezug genommen auf den Film Contact mit Jodie Foster. Und die gilt ja nun zweifellos als Expertin für Phänomene, die man sich nicht so leicht erklären kann. Ja, sie hat ja mehrere Doktorhüte, glaube ich. Und insofern, ja, es ist also eine Gefahr, die wir hier in Deutschland eben noch nicht entdeckt haben. Aber jetzt, je länger der Wahlkampf dauert, desto mehr, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an die Fernsehserie Der Mann von der Vega. Diese Leute von der Vega haben sich immer an den gespreizten kleinen Finger erkennen lassen. Und ich glaube, im Laufe des Wahlkampfs wird er zu erkennen sein, wer außerirdisch ist und wer nicht. Ja? Und ich halte doch eine ganze Reihe von Gesichtern, die ich im Fernsehen im Moment sehe, eindeutig für Außerirdische. Ja. Naja, nun sieht man ja nicht so viele Gesichter im Moment, denn die sind ja maskiert. Ja. Und ich habe ja deswegen auch schon den Verdacht, dass also hinter diesen Tüchern sich manchmal irgendwas Verräterisches verbergen könnte, was wir nicht sehen sollen. Frage deshalb, ist denn diese ganze Maskerade auch von den Extraterrestrischen initiiert? Das würde ja Sinn machen. Ne? Und man muss ja immer fragen, cui bono? Das sehen wir, wenn als nächstes die Helmtragpflicht hinzukommt, dass wir dann alle so aussehen wie Astronauten und da eine Invasionsarmee, eine Außerirdische, nicht mehr auffällt. Vielleicht werden wir gezwungen, Aluhüte zu tragen als Schutz. Ja. Die Totalverhüllung wäre der nächste Schritt. Tragen denn die Außerirdischen Aluhüte? Nee, grüne Antennen. Nein, aber vielleicht Burkas. Burkas? Also mit Burkas habe ich ja eine sehr enge Verbindung, einfach wegen Burkart, nicht wahr? Aber Bernhard, du hast dich ja schon als Experte ins Spiel gebracht. Also wie sieht das aus mit der Mimikrie? Sind Burkas, Aluhüte und Mund-Nase-Bedeckungen Zeichen für eine bevorstehende Invasion? Wir müssen zuerst mal eine ganz andere grundsätzliche Frage stellen. Und die habe ich schon angedeutet, als ich von dem Geheimnis der Unterwasserbasis gesprochen habe, die es bei Orion gab, dem Raumschiff Enterprise. Nämlich die Frage, sind diese Außerirdischen,
mit denen wir es vielleicht zu tun haben. Sind das unsere Feinde oder sind das unsere Freunde? Im Augenblick ist es natürlich klar, dass es unsere Feinde sind. Deswegen wird ein neues Feindbild aufgebaut. Also wir brauchen ein neues Feindbild, wenn jetzt vielleicht die alten Feindbilder nicht mehr funktionieren. Und es soll ja unbedingt eine Weltregierung gebildet werden. Und die braucht man natürlich, um Corona zu bekämpfen. Die braucht man, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und wenn das jetzt nicht mehr so richtig überzeugt, dann braucht man die Weltregierung wenigstens, um die Außerirdischen zu bekämpfen. Und das war von Anfang an die Erzählung, dass die Außerirdischen unsere Feinde sind. Und deswegen mussten auch damals von Orion, die von einer Unterwasserbasis starten, damit die Außerirdischen am Rande des Universums nicht merkten, dass da irgendwie ein Raumschiff startete, um sie letztlich dann zu überlisten. Und das ist die Frage, sind sie wirklich unsere Feinde? Oder machen wir sie zu Feinden? Könnten sie nicht zum Beispiel auch unsere Freunde sein? Also ich bin da noch ein bisschen auch von der Hippie-Zeit geprägt. Ich weiß nicht, ob jemand noch das Lied im Ohr hat. Calling occupants of interplanetary craft und sowas von der Gruppe Klaatu. Das war noch späte Hippie-Zeit. Da hieß es dann, we are your friends. Ja? Und kann man sich nicht von den Außerirdischen auch Hilfe erwarten, womöglich? Kann man sich nicht von den Außerirdischen auch erwarten, dass man zumindest mit ihnen ins Gespräch kommt? Also Andreas hat ja gerade gesagt, ich glaube, Andreas war es, der sagte, sie kommen wohl als Scouts, also diese eine da zumindest war eine Vorhut, war ein Explorer, wollte gucken, wie es bei uns da so ausschaut. Und es ist ja wirklich die Frage, wollen die etwas über uns rauskriegen oder wollen die uns an den Kragen? Ich habe ja extraterrestrische Erfahrungen gemacht, schon einige, unter Einfluss von Alkohol. Und ich kann aus dieser Erfahrung sagen, dass man lange denkt, das sind alles meine Freunde, und am anderen Morgen dann aufwacht und merkt, nein, das waren alles Feinde. Oh ja, führt mich natürlich auch auf die Frage, ob Aliens auch gerne einen bechern. Aber ich erinnere mich an Geoffrey Bernard, einen berühmten englischen Schriftsteller und Kolumnisten, der bekanntlich eine Menge getrunken hat und irgendwann mal sagte, ich habe noch nie so langweilige Leute getroffen wie meine Freunde, als ich mal nüchtern war. Aber können wir uns nicht einfach mal auf ein Merkmal einfach erstmal konzentrieren? Und zwar, es ist ja erwiesen, dass die Marsmenschen grün sind. Seit dem Dokumentarfilm Mars Attacks von Jim Burton, wo Jack Nicholson den amerikanischen Präsidenten gab. Und die sind kleine grüne Männchen und schwer bewaffnet und haben ein meckerndes Lachen, wenn sie ihre Maschinengewehrsalven losdonnern in Kongresse oder in der UNO-Vollversammlung. Alle, die da sozusagen die Marsmenschen Refugee Welcomes mäßig begrüßt haben, und ans Herz geschlossen haben, wir kennen diese Szenen ja auch aus dem realen Leben, sind hinterher massakriert worden. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ist euch nicht aufgefallen, dass wir da die grünen Männchen und wir haben eine grüne Partei. Ja, eine grüne Partei, die ein Programm vorgelegt hat, das unsere ganze Wirklichkeit, so wie wir sie heute kennen und verstehen, von den Füßen auf den Kopf stellen wird, ja. Also eine eindeutige Drohung, Androhung des Systemsturzes. Alles wird jetzt einem Ziel untergeordnet, von dem keiner genau weiß, ob es zu erreichen ist und ob es sich lohnt, es zu erreichen und wie es aussieht. Auf jeden Fall, Hunderte von Milliarden werden verpulvert. Ich habe gestern in der Welt gesehen, 100 Milliarden sind für eine ökologische Landwirtschaft verpulvert worden, ohne Wirkung, weil man festgestellt hat, unsere Rinder furzen nach wie vor. Ja, man hat das nicht stoppen können. Also die Umweltbilanz hat sich um keinen Jota verbessert. Und da sind es 100 Milliarden einfach mal so verpulvert worden. Und das wird weitergehen. Also, wir sind ja intelligente Wesen und realitätstüchtig. Ja, ich möchte das mal als Hypothese in den Raum stellen, dass wir das sind. Aber dass wir da sozusagen die Ähnlichkeit nicht erkennen. Ja. Der aggressive Mars-Attack-Invasor und auf der anderen Seite die grünen Männchen und Männer und Mädels, die schon bei uns sind. Und das da eventuell von außen und von innen. Nicht wahr? Und ich bin jetzt kurz davor nach einer Bürgerwehr, aber das führt jetzt zu weit. Nochmal, na, 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 na.
Ja. Nein, pfui. Vielleicht erkennen wir den Unterschied nicht, weil die Humor haben. Weil das Problem bei den Kühen ist ja nicht das Furzen, sondern das Rülpsen. Natürlich macht das Furzen mehr Spaß, um es zu erwähnen, aber das Rülpsen, die stoßen Unmengen von CO2 und die Stickoxid aus. Und das, ja, die Stickoxid, das ist das Problem. Beim Furzen, diese Gase sind keine Klima- oder weniger Klimagase. Beim Rülpsen beides, ist es die Stickoxid. Unfein, oder? Ja, aber der Witz ist, dass die Stickoxid, also das Treibhausgas, das ist Lachgas. Und das zeugt doch davon, dass die grünen Menschen Humor haben. Ja gut, aber die lachen, wenn sie einen niederballern. Das sieht man ja in dem Film. Die lachen sich schief und schießen die Leute über den Haufen. Irgendwie höre ich im Hintergrund schon jemanden ankommen. Ja, bitte meine Koordinaten nicht verraten. Ja. Ich höre es auch, aber ich habe den Eindruck, ihr seht andere Filme als ich. Also ich weiß, dass wir sind diese in einem Filme anderen Film gibt. Invasion der Körperfresser und was es alles Mögliche gibt, das habe ich alles nie so besonders ernst genommen. Ich habe auch dieses Raumpatrouille und Star Wars und Orion, das habe ich auch nicht ernst genommen. Ich habe da schon früher meine Scherze drüber gemacht. Ich erinnere an einen anderen sehr wichtigen Film, den wir wahrscheinlich alle kennen. Und das ist E.T. der Außerirdische. Den kann man so sehen, als wäre der vielleicht so etwas wie ein Explorer, ein Vorbote, der jetzt kommt und hier auf der Erde vergessen wird. Und was will denn eigentlich dieser E.T.? Der will nach Hause. Da mussten wir alle weinen, als er das gesagt hat. Und jemand, der so sehr in sein eigenes Haus zurück will, so wie der Gipfelstürmer, der gerne zurückkommt, der wird doch auch unserem Zuhause nichts antun. So ein Außerirdischer wie E.T., den lassen wir uns doch gefallen, obwohl er nicht so aussieht wie ein Kuscheltier, der auf dem Markt eine Chance hätte, hier als Kuscheltier beliebt zu werden. Wir hören jetzt erhöhte Flugtätigkeit. Ja, Matthias, ich merke schon, ja, ich sollte... Vermissen Sie eine Verharmloser. Entschuldigung, ich muss jetzt mal die Stimme der Vernunft... Sie verharmlosen die Gefahr. Moment, ich komme gleich. Ich will nicht, ich komme gleich. Ja, ich fürchte auch, dass ich ein Verharmloser bin. Man hat mir auch nachgesagt, dass ich der neue Milde bin, im Unterschied zum neuen Wilden. Und da ist vielleicht was dran, denn letztlich steht dahinter ja wieder das Problem der Kommunikation. Können wir uns mit diesen Außerirdischen jemals verständigen? Und jetzt will ich nicht auf die alten Griechen zurückkommen, weil ich will nicht angeben, sondern vielmehr auf eine junge Griechin zu sprechen kommen, die ich mal kennengelernt habe, weil die im Tourismussektor gearbeitet hat, deswegen habe ich sie kennengelernt und die hat mir erzählt, dass im Griechischen, und mehr Griechisch kann ich auch nicht, Xenos sowohl der Fremde heißt, als auch der Gast. Also eine Xenophobie wäre auch gleichzeitig irgendwie eine Abneigung gegen Gäste. Man hat also im Griechischen die Gäste, jedenfalls früher, ganz früher mal, gerne gehabt. Man hat allerdings an diese Gäste auch gewisse Anforderungen gestellt. Die sollten einem nämlich erzählen, wie es draußen in der Welt so zugeht. Also sie sollten einem auch was bieten. Sie sollten einem erzählen, die hatten ja damals kein Fernsehen, was man wissen müsste von dem Leben außerhalb der eigenen Gemeinschaft, die man kennt. Und da sind wir wieder bei der Frage, man muss sich also unterhalten können. Und dazu müsste man eine gemeinsame Sprache finden. Und das hat man ja auch versucht. Man hat ja mit Kontaktaufnahmen versucht, man hat Dinge ins Weltall gefunkt. Ich glaube sogar die Ansprache von den Olympischen Spielen 1936 ist einer der ersten starken Signale, die ins All geschickt wurden. Und falls die Außerirdischen sich irgendwelche Eindrücke verschaffen wollen von uns, unserem Leben hier auf der Erde, dann könnten sie wahrscheinlich auch unser Fernsehprogramm empfangen und wären vielleicht nicht der Meinung, dass hier intelligente Wesen leben. Aber die Frage ist, können wir überhaupt jemals mit dem anderen, dem Fremden, eine gemeinsame Sprache finden? Und deswegen sind also die ersten und eigentlich die billigen utopischen Filme von Außerirdischen sind dann immer gleich so Monsterfilme. Das sind dann eben diese kleinen grünen Menschen. Mich versöhnt das sehr. Die Vorstellung, dass die Grünen eigentlich nur nach Hause wollen, finde ich sehr hübsch. Die Vorstellung, dass die wieder nach Hause wollen. Ja, und es wäre doch schön, wenn man mit ihnen reden könnte. Ja, weil man könnte ihnen helfen. Man könnte den Weg weisen. Ich denke auch. Das ist doch das, was unser Präsident dauernd fordert. Dialog. Ja? Der ist im Gange. Als Moderator stelle ich mal ganz kurz an dieser Stelle fest, was ich bis jetzt erfahren habe. Bernhard Lassahn kommuniziert mit jungen Griechinnen. Matthias Matussek politisiert aggressiv gegen eine Partei, die er für außerirdisch, ich würde sogar ergänzen, unterirdisch hält.
Und Andreas Thiel wollte jetzt eine Brücke bauen für alle Heimkehrer. Ja, wir kommunizieren ja schon mit diesen grünen Menschen, die hier von der Grünen Partei. Und die haben auch schon ziemlich viel Extraterrizismen in unserem Sprachschatz hinterlassen. Wir haben nicht nur die Anglizismen, sondern jetzt diese Extraterrizismen. Also ich stelle da eine Sprachveränderung fest. Beispielsweise, dass das Wort Kindergeburtstagsparty ersetzt wurde durch das Wort internationale Konferenz. Luftschlangenblasen wurde ersetzt durch wissenschaftliche Analyse und Märchenstunde durch Pressekonferenz. Also ich sehe, da ist schon einiges übrig geblieben. Ganz in meinem Sinne muss ich auch sagen, wir haben tatsächlich das Problem, dass wir nicht in dieselbe Sprache sprechen. Und diese großen Weltverschwörer, die es gegeben hat, die von vornherein in einem größenwahnsinnigen Maßstab versucht haben, die Welt zu verändern, indem sie einen Weltklimarat, eine Weltgesundheitsorganisation geschaffen haben oder eine Weltfrauenkonferenz. Damit haben die schon von vornherein alles in einem zu großen Maßstab angelegt. Die haben eben auch eine Spaltung der Sprache hervorgebracht. Wir reden tatsächlich nicht mehr in derselben Sprache. Watzlawick hat das mal ziemlich gut gesagt. Die Möglichkeit, mit Außerirdischen zu kommunizieren, die ja versucht wird mit Funksignalen und so weiter, die ist wahrscheinlich genauso erfolglos oder aussichtsreich wie die Möglichkeit, mit Tieren zu kommunizieren. Und da gibt's ja einige interessante Beispiele. Man hat sich ja große Hoffnungen auf die Delfine gemacht, die angeblich schon "All right, let's go" sagen konnten. Man hat sich Hoffnungen gemacht auf die Affen, die also eine Zeichensprache auch untereinander weiter verbreitet haben. Also die Vorstellung finde ich ganz toll. Man trifft irgendwo in der Wildnis auf einen Affen, der mal irgendwie freigelassen wurde und kann sich mit dem schon mit Zeichensprache verständigen, weil der die gelernt hat als Fremdsprache irgendwo. Aber da hat man versucht, so eine Art gemeinsame Sprache zu finden und gemerkt, da ist eben nicht viel Gemeinsames. Was nützt es uns denn, wenn wir uns mit den Delfinen unterhalten können? Die wissen ja auch nicht, wo Gott wohnt. Und die können wahrscheinlich nicht mal die Wassertemperatur uns mitteilen. Und es gab damals Versuche von der NASA, die Delfine einzusetzen, dass die Haftladung an U-Boote anbringen soll. Das hat nicht so richtig geklappt und hat man gedacht, die Delfine sind die besseren Menschen, das sind eigentlich Pazifisten. Aber wahrscheinlich ist auch das ein Irrtum. Und diese Unterschiede in der Kommunikation, die geben uns zu denken. Also wenn es uns gelingen würde, auf der Erde mit den Tieren besser umzugehen, das muss ja nicht heißen, dass wir mit denen gleich gemeinsam reden müssen, mit den Grünen und mit den Megalomanen, die also ein Weltklima, ein Weltfrauen und ein Weltgesundheit, wenn es uns gelingen würde, mit denen besser umzugehen, dann hätten wir auch das Problem mit den Außerirdischen nicht. Lieber Bernhard, deine sprachphilosophischen Ausführungen bringen mich jetzt, da wir es hier ja eigentlich mit dem Universum zu tun haben, auf die galaktische Ebene, die nämlich Sprache und galaktisch ergibt, bitte. Wir befinden uns in einem Krieg der Sterne und sprachlich ist das der Krieg der Gendersterne, oder? Ja, natürlich. So ist der Sternchen. Das wollte ich kurz noch anfügen, auch als Antwort auf Herrn Lassan. An uns liegt es ja nicht. Die Grünen haben, also die wir unter uns leben, die haben eine Sprache entwickelt, die nur die selber verstehen und kommunikabel machen. Das heißt, die schotten sich ab in Sprachcodes an die Außenstehende, wie normale Menschen wie du und ich, gar nicht rankommen. Also Menschen wie du und ich werden ja von dieser grünen Gruppe an den Rand gedrängt und es bleibt eigentlich nur noch übrig zu überlegen, auf welchen Planeten wir ausweichen. Im Grunde genommen ist es ja mittlerweile so, man überlegt sich ja nicht mehr, ob man eventuell nach Honduras oder nach Bahamas flieht vor diesem grünen Terror, sondern auf welchen nächsten Planeten man vielleicht auswandern könnte, weil hier, lass uns Butter bei den Fische, hier können wir nichts mehr bewerkstelligen. Es gibt eine grüne Gruppe, die verständigt sich untereinander, die will auch gar keine Kontakte nach außen. Das will sie nicht. Das sozusagen ist deren widerspricht deren Reinheitsgebot. Das ist ja auch eine religiöse Angelegenheit, letztlich. Ja, letztendlich ist es doch alles religiös. Also sie wollen unter sich bleiben, haben ihre Reinheitsgebote, ihre Sprache, die mit Lauten und Knacks, Bums, Dings, Schmatzern für einen normalen Menschen jetzt wie ich. Ja, ich habe Schulbildung bis Abitur und ein paar Semester, aber ich kann das nicht mehr. Ich bin ja auch schon älter, Leute. Ich kann das schnalzen, das kann ich ja auch nicht mehr. Und damit rechnen die Brüder, ja, die grünen Brüder und Schwestern.
dass Leute wie ich dann einfach kapitulieren. Ne? Ich will es mal so nennen. Das ist sehr lehrreich jetzt gerade. Wir bringen gerade den linguistischen Beweis, dass es sich bei den Grünen um extraterrestrische Wesen handelt. Weil wenn wir Wesen von anderen Planeten betrachten, dann sind es immer Marsmenschen. Es sind nicht die Hutus oder die Tutsis von der oberen linken Ecke vom Mars, sondern es sind alles die Marsmenschen. Wir sehen das immer so als totale Gemeinschaft oder der Mann im Mond. Und die Grünen reden ja auch immer von der ganzen Welt, der Weltklimarat. Die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank, also das ist eine rein extraterrestrische Betrachtung, das entlarvt sie eigentlich. Oder die Vorstufe EU, also das ist ja die kleine Weltregierung. Und jetzt verstehe ich auch, warum ausgerechnet eine frühere Verteidigungsministerin diese EU führt. Ja, nicht? Wisst ihr? Die haben ein Puzzleteil zum anderen. Ja, ganz genau. Danke, Matthias. Ja, also wir sollten uns langsam hier wirklich mal damit abfinden, dass wir uns vielleicht Proviant zulegen und dass wir uns dort bewegen. Also ich bin im Moment gut, ich kann es offenbaren. Also wir müssen, wie Matthias immer so gerne sagt, Butter bei die Fische tun und mal kurz nachdenken. Kennen wir schon in unserem Umfeld oder vielleicht auch medial vermittelt Außerirdische oder haben die Vermutung, dass es solche sind? Baerbock ist, glaube ich, schon als Name gefallen. Aber was ist zum Beispiel mit einer gewissen Angela Merkel, die ja manchmal so komische Aussätze hat, als ob die Batterie leer sei oder die Funkfernsteuerung, diese Zitteranfälle, ihr erinnert euch, ja, das hatte ja doch schon ein bisschen was über- oder Unnatürliches. In der Schweiz vermutlich auch, nur ist es da besser in Anzügen kaschiert, also Bercy, Sommaruga, was für Vermutungen hast du, Andreas? Naja, wir gehen da ganz wissenschaftlich vor. Nach dem Ausschlussverfahren handelt es sich bei diesen Schüttelanfällen um Intelligenzschübe? Nein. Handelt es sich um Geistesblitze? Nein. Also muss es etwas Extraterrestrisches sein. Sie empfängt etwas von außen. So stelle ich mir das vor. Ja, das überzeugt. Bernhard? Ich bin ernüchtert von den Außerirdischen. Ich hab's ja damals schon gesagt, ich war ja bei der Mondlandung dabei, also ich war damals in Amerika, als es im Fernsehen übertragen wurde, und ich weiß auch, warum das Gerücht entstanden ist, das Ganze wäre bloß eine Inszenierung gewesen, weil das wurde im Fernsehen genauso übertragen. Man sah da Bilder und dann war immer eingeblendet Simulation. Und da wir ja alle so um die 17 waren, also ich damals, haben wir natürlich immer diese Scherze gemacht, die naheliegend sind, haben immer von Stimulation geredet, ja. Und da muss man sich vorstellen, wenn also eine ganze Generation oder Millionen von Menschen Bilder gesehen haben und haben gesehen, das war ja bloß eine Simulation, dann glauben die natürlich auch, dass der Mondflug ein Fake war. Und ich muss sagen, er war wahrscheinlich kein Fake, also ich bin sogar ziemlich sicher, dass er kein Fake war, aber er war keine Stimulation. Er hat uns enttäuscht. Der Mondflug war eigentlich eine riesige Desillusionierung, was auch der Grund dafür ist, dass Erich von Däniken anschließend so populär wurde, weil der wieder dieses Märchenhafte, dieses Unglaubwürdige, diese fernen Götter und dieses Geheimnisvolle wieder mit ins Spiel brachte, weil da ja eigentlich nichts ist. Was wollten wir denn eigentlich auf dem Mond? Da war doch nichts los, da hatten wir doch nichts verloren, wir waren doch gar nicht da gewesen, wir hätten uns auch da nie so richtig wohlgefühlt. Und irgendwie war das so eine riesige Enttäuschung, dass es eigentlich darauf ankommt, den Rückweg vom Mond wiederzufinden. Also wir müssen eigentlich wieder zurück zum Mond und wir müssen zurückkommen und sehen, dass der Außerirdische nicht der Mann im Mond ist, sondern dein Nachbar. Ja, aber es war natürlich ein Erlebnis, ein Lagerfeuer, um das sich die ganze Erdbevölkerung gruppiert hat. Alle haben dorthin geschaut. Es war ein Ereignis, das wir Erdlinge uns nicht entgehen lassen wollten. Und ich kann mich nämlich auch daran erinnern und erinnere mich noch an den graumelierten Werner von Braun, der früher bei den Nazis die Rakete entwickelt hatte und der sehr smart und sehr adrett und wunderbar aussah und der uns das alles, und wo ich kann mich aber erinnern, ich war stolz, dass es ein Deutscher war, der die Mondmission sozusagen maßgeblich mit begleitet hat. Das ist doch toll, ein Triumph der Wissenschaft und so weiter.
Aber wie gesagt, es war das letzte erdumspannende Gemeinschaftserlebnis, ja. Als solches sollte es doch in die Annalen eingehen. Und ja, Juri Gagarin war ja der Erste, oder manche sagen auch Gagarin. Also an dieser Verschiebung, dieser Akzentverschiebung erkennt man bei den Osten und den Westen. Also die einen sagen Gagarin, die anderen Gagarin. Genauso wie man also die Akzentverschiebung zwischen Konsum und Konsum. Also im Osten war der Konsum, ja, der richtige Laden. Und im Westen war ja das ja Konsum und Konsumterror. Ja. Er war ja nun Juri war ja nun wirklich der Erste, der jetzt also die Welt umrundet hat. Also jetzt, wenn man jetzt von Vasco da Gama absieht, der jetzt ganz früher mit dem Schiff das gemacht hat und viel länger gebraucht hat, hatte also mit dem Raumschiff die Erde, er war der Mann von Welt, wenn man so will, aber er hat ja im Grunde nichts davon gehabt. Der konnte sich die ja gar nicht angucken. Der hat ja da bloß aus so einer kleinen Luke rausgeguckt. Eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn man spazieren geht. Und die Luke war auf die falsche Seite, er hat die Erde gar nicht gesehen, oder wie? Das weiß ich nicht so genau. Man weiß es nur von Valentina Tereshkova, für die ich natürlich damals sehr geschwärmt habe. Also wenn man mich damals gefragt hätte, stell dir vor, du hättest jemals eine Tochter und könntest darüber mitbestimmen, wie die heißt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ah, Valentina und so. War die erste Frau im Weltall. Und wie man ja inzwischen weiß, ist die ja beinahe ohnmächtig geworden oder eingeschlafen, hat ihre Experimente gar nicht gemacht und wäre in der Tat beinahe falsch abgebogen und nicht etwa zurück zur Erde geflogen, sondern raus in die Unendlichkeit des Weltalls. Also es war eben auch sehr viel Inszenierung dabei. Also im Grunde hat uns der Mondflug und die ganze Eroberung gezeigt, dass wir bei unseren Leisten bleiben sollten, dass wir wieder zurück vom runter vom Mond kommen sollten. Ich mache mir auch keine großen Hoffnungen auf die Besiedlung des Mars, ehrlich gesagt, sondern wir haben diese Probleme hier auf der Erde, das sind eben Kommunikationsprobleme und die werden wir auch haben weiterhin. Man hat in Amerika jetzt tatsächlich diese Drohkulisse inszeniert, die kommt ja nicht tatsächlich von sich aus. Und auch Obama hat sich jetzt geäußert, als müsste er sich dazu äußern. Als wäre das ganz wichtig, dass man sich dazu äußern muss. Und hat ihm sozusagen seinen Segen gegeben. Natürlich hat er nur allgemein gesagt, ja, man weiß es nicht und so weiter. Aber immerhin ist damit klar, und nach das Geraune, ist das wahr? Und es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen nicht nur, wie man immer früher sagte, Climate Change is real oder Rape Culture is real, sondern auch UFOs are real, so heißt das jetzt. Weil in Amerika offenbar das Narrativ etwas nachlässt. Also das Narrativ, so sagt man ja heute gerne. Also man hat, der Fauci ist etwas entzaubert, der Biden ist entzaubert. Und es gibt Staaten, die jetzt die Maskenpflicht haben fallen lassen, die Masken fallen. Und ja, was nun? Da muss jetzt eine neue Bedrohung her. Und deswegen ist diese Außerirdische, es sind eigentlich schlechte Märchen. Es erklärt jetzt einiges, was du dir sagst. Also das Grundszenario von, wenn man als Autor nicht mehr weiter weiß, ist immer, und dann kommen die Marsmenschen und zerstören die Welt. Und irgendwann hat mal ein Hollywood-Drehbuchautor gesagt, komm, wir machen mal was Neues oder seien wir mal ein bisschen realistisch. Das glaubt uns ja keiner mehr mit dem Marsmännchen. Machen wir etwas Realistisches, dann kommt ein Virus und zerstört die Welt quasi. Das ist ja von hier. Und dieses Szenario, das ist ja ein Standardszenario in Hollywood, da gibt's mittlerweile so viele Filme und dann kommt ein Killer-Virus und mäht die ganze Menschheit nieder. Das ist vielleicht ein zu realistisches Märchen und so in die Köpfe reingegangen, dass das plötzlich alle glauben. Also da ist ein Hollywood-Killer-Virus-Szenario plötzlich in die Köpfe rein und das glauben jetzt alle. Und da hat man gedacht, naja, das ist schon ein bisschen heftig, wie kommen wir da wieder raus? Vielleicht müssen wir wieder das alte Szenario rausholen mit dem Marsmännchen. Damit kann man besser dealen. Und der Schlüsselsatz, ich glaube, da haben Armeen von Rhetorikern oder Populisten oder Propagandaministern dran gearbeitet, ist, was der Obama hat ja gesagt, zur Frage, gibt es jetzt diese UFOs oder Marsmännchen oder so, hat er gesagt, ich darf dazu nichts sagen. Und das finde ich, das ist die beste Antwort für alles. Ja, gibt es jetzt dieses Virus? Ich darf dazu nichts sagen. Oder weshalb tragen Sie denn keine Maske? Ich darf dazu nichts sagen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu einer großartigen neuen Zukunft. Ja, das war ja der berühmte Satz eines deutschen Innenministers. Eben. Es könnte die Bevölkerung beunruhigen. Es ist genau das, was du sagst. Verunsichern, ja. Das ist natürlich der beruhigendste Satz, den man sich vorstellen kann, ja. Es könnte sie sehr alarmieren, wenn ich das sage. Nun, bei all dem darf man natürlich auch die Fortschritte der Technologie nicht vergessen. Also im Raumschiff Orion, die mussten ja damals mit angeklebten, umgekehrten Styroporbechern navigieren durch den Raum. Und da konnten schon auch mal Fehler passieren. Und wir sind ja heute technologisch sehr, sehr viel weiter.
Allerdings, ja, überfallen einen dann auch wieder Zweifel, wenn man sich den Zustand unserer Bundeswehr, unserer Armee, unserer Verteidigungskräfte anschaut. Ich glaube, wir haben 3,5 funktionsbereite LKWs und wenn es Hubschrauberflüge geht, müssen wir uns einen mieten. Ja, das ist im Moment der Zustand, aber das führt uns, ja, offenbar ist dieser Verteidigungsgedanke, der bei euch allen überhaupt keine Rolle spielt, aber bei mir nahezu obsessiv. Ich mache mir dauernd Gedanken darüber, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich tiefe Gedanken darüber macht, wie verteidigen wir unseren schönen Flecken Erde gegen die Machtergreifung der Wahnsinnigen, gegen die Übergriff, gegen die Herrschaft der Überflieger und der Pläneschmieder und der Menschheitsbeglücker. Wie verteidigen wir uns unser stilles Glück hier auf Erden? Ich schaue hier gerade auf schneebedeckte Wipfel und Almhäuser und Blumenwiesen und ich hänge irgendwie. Ja, aber Matthias, wir hören die Zikaden bei dir im Hintergrund und ich frage mich, ob das nicht kleine Nanomaschinen sind, die irgendwas, bitte ruf mich nach Beendigung dieser Aufnahme noch mal an, das würde oder mich beruhigen. Ja. Und falls ich mich nicht mehr melde, weißt du, wen du anzurufen hast. Ne? Selbstverständlich, ja. Ja, ne, eine nähere Erläuterung würde jetzt die Hörer... Nein, das können wir jetzt hier nicht machen. Ja, ja. Dazu können wir nichts sagen. Ja, genau. Ich glaube, wir brauchen Hologramme, wie diese Menschen diese Wesen vom Jupiter. Entweder ein Hologramm um unseren Planeten, dass die von außen das Gefühl haben, da ist nichts. Oder vielleicht, wenn die schon hier sind, so Individualhologramme, dass wir einfach rumspazieren können und von außen sieht man nichts. Da könnte man ganze freie Dörfer oder Städte kaschieren. Wenn man schaut, da ist nichts, das ist nur eine Steinwüste. Wir brauchen Hologramme, um uns zu schützen. Andreas, das ist eine super Technologie, eine super Idee. Ich glaube, das führt uns weiter. Ich habe abschließend jetzt nochmal die Frage, wenn wir nur diese zwei Möglichkeiten haben, also das Killer-Virus oder die Marsmännchen. Und wir haben schon gehört, das Killer-Virus könnte alarmen. Und die Marsmännchen, die sind eine, Bernhard hat es glaube ich gesagt, Enttäuschung. Was könnte dann kommen? Was könnte es noch sein? Ich meine, es könnte natürlich auch etwas aus dem All angeflogen kommen, was Unbelebtes, ein Asteroid, ein Komet oder so etwas. Das wäre vielleicht für die Medien. Versteht ihr? Ich meine, wir brauchen neuen Stoff. Also jetzt ist eure Fantasie gefragt. Naja, also der schlimmste aller anzunehmenden Unfälle wäre natürlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft verliert. Gott sei Dank haben wir 8-0 gewonnen. Und das war ein Wahnsinnsspiel, muss ich sagen. Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Hoffnung. Das habe ich jedenfalls gehört. Das ist nicht von mir, dass wenn Deutschland nicht gerade Europameister wird, aber zumindest es sehr gut abschneidet, dass dann ein neues Selbstbewusstsein Einzug hält und dann plötzlich die Leute merken, yes, we can. Wir lassen uns einfach nicht mehr alles vormachen und wir können auch vielleicht das so machen wie die Dänen, die jetzt sich schon ihre Masken runtergezogen haben. Und wir müssen uns nicht immer so sehr ins Boxhorn jagen lassen und so sehr verängstigen lassen. Vielleicht schaffen wir doch wieder ein neues Selbstbewusstsein. Es muss ja nicht gleich der Supertitel sein. Der zweite oder dritte Platz war ja auch schon gut. Und dieses Bewusstsein soll sich auf dem Sofa bei einem Bier vor dem Fernseher entwickeln. Ja, das gilt für alle übrigens. Das gilt auch für die Schweiz, für Dänemark und das gilt auch für Deutschland. Man sieht, dass dieser bunte Strauß der Nationen immer wieder die gleiche Botschaft vermittelt. Die Nation ist kein Auslaufmodell, sondern die Menschen hängen an ihrer Heimat, an ihrer Nation. Sie halten sich nicht für zufällig nur schon länger Lebende dort, sondern sie halten sich für Deutsche und für Einwohner und Heimatverbundene. Und das wirst du den Menschen nie aus dem Herzen reißen können. Und diese Sehnsucht, die dann in einem Turnier wie der Europameisterschaft auf die schönste und strahlendste Weise immer wieder gefeiert wird, zum Vorschein kommen wird. Erinnern wir uns an das Jahr 2006. Die Unglückskanzlerin hatte gerade die Macht ergriffen. Da schmückten wir uns unsere Häuser, unsere Straßen mit schwarz-rot-goldenen Wimpeln. Und es war nicht verdächtig, es war nicht nationalistisch, sondern es war ein schönes Fest. Ein progressiver, wundervoller, harmonischer Patriotismus wurde da gefeiert. Und das ist in den Menschen bei allem One-World-Gequatsche
und diesen grünen Halbstarken, die sagen, ich kann mit Deutschland nichts anfangen und so weiter, oder die hinter Transparenten laufen, wie Deutschland ist ein mieses Stück Scheiße, wie diese Analphabetin Claudia Roth, die wahrscheinlich Bildungsministerin werden wird in der neuen Regierung. Also die Nation und das Leben und das Land und die Heimat haben einen Wert, einen emotionalen Wert für alle Menschen in Europa. Es gibt einen wunderbaren bunten Strauß, den wir nicht unbedingt durch Bürokratie und so weiter zusammenbinden müssen, sondern es ist ein wunderbarer Strauß, der lebt und wächst, und das ist so eine Europameisterschaft. Ich habe genug gepredigt. Danke. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Und so war das ja auch schon zu verstehen in diesem Raumpatrouille Orion, wenn ich daran mal erinnern darf. Denn da waren nämlich die Nationalkonflikte, die Nationalstaaten, damals steckten wir ja noch im Kalten Krieg, die waren überwunden. Da gab es die Tamara Jagelows, die da gleichberechtigt neben Mario De Monti und Commander McLean, die waren zusammen. Aber eben, das ist eben auch die Gefahr. In dem Augenblick, wo die Nationalstaaten nicht mehr dieser schöne bunte Strauß war, der sich auch gut verstehen kann, der zum Beispiel Fußball spielen kann, in dem Augenblick kommen die Außerirdischen. Das war vor dem Raumschiff Orion Lassan der Sommermärchen Matussek zum Abschluss des heutigen Weltall in Dubios am Sonntag, den 27. Juni 2021. Danke an meine Experten Bernhard Lassan, Matthias Matussek und Andreas Thiel. Und wenn Sie mögen, geht es am nächsten Donnerstag hier auf die gewohnt fachliche und sachliche Weise weiter. Bis dahin empfehle ich Ihnen, lassen Sie sich nichts anmerken.